wie kann es so Menschen geben, die jeden Tag so früh aufstehen? Letztes Mal, als ich nach Amerika geflogen bin, habe ich meinen Flug verpasst. Dieses Mal bin ich so mega früh und voll organisiert. Ich bin am Flughafen in Berlin und hier gibt es einen kleinen Zwischenstopp. Hier muss ich nämlich den Roman abholen. Der fliegt nämlich mit nach New York und dann geht's weiter. Tschüss. Mit die Kamera. Ja. Jetzt geht's ab nach Manhattan. So, ich dachte, ich zeige euch vielleicht auch mal mein Zimmerchen hier. Es ist klein, aber fein. So ein schönes Bettchen und ein schönes Badchen. Ich mache es jetzt nicht allzu lang. Ich finde es eigentlich immer relativ langweilig. Natürlich liegen überall meine Sachen ausgequetscht, aber das Highlight hinter dieser Vorhangwand befindet sich das Empire State Building. Einfach so vor meinem Fenster hinter dreckigen Fensterscheiben, aber das macht nichts. Ich freue mich schon ein bisschen was zu entdecken jetzt. Wir laufen gerade den Broadway lang und es ist so voller Emotionen. Es ist ein Emotions-Overload. Oh mein Gott! Ich muss sagen, New York ist halt auch so eine krasse Reizüberflutung, ey. Wir waren gestern nach dem Essen noch in der Grand Central Station, die riesig ist. Und diese Decke, was ist hier? Das ist so riesig. Ah, wo sind wir hier? Und halt nochmal Times Square bei Nacht. Und ich muss sagen, das ist so viel. Amerika allgemein, aber New York nochmal im Speziellen. So viel Licht, so viele Gerüche, so viele künstliche Gerüche. Alles ist so überschmeckend, krass, fettig. Wow. Also ich bin super geflasht. Welcome to One World Observatory. Boah, das ist so krass überwältigend, hier echt so am höchsten Gebäude zu stehen. Innen drin, diese Aussicht, so richtig geil. Von da kommen wir, sind wir alles dort hier hochgelaufen, in dieser Linie. Das sind da unten die zwei Tower von den World Trade Center. Die haben die einfach so mit Wasser ausgefüllt. An Häusern und Menschen und Sachen. Thank you. Cool. Hey,
Nur so ein ganz kurzes Geschichtchen zwischendurch. Wir sind gerade einfach hier an diesem Hudson River lang gelaufen und dann gucken wir auf die Bank und da liegt einfach so ein Typ und so eine Nutte, die ihn einbläst. Einfach so. Und wir so, Das ist eigentlich einfach ein voll der zusammenhanglose Clip von einer Pizza jetzt einfach gewesen. Krass. Laut! Wir haben gestern so einen Deutschen getroffen, der uns den Highline Park nochmal empfohlen hat. Was irgendwie ein Park auf Schienen ist oder so. Das war wohl früher mal so eine Bahn, die hier lang gefahren sind. Und da, wo wir jetzt laufen, das waren Schienen. Und die haben das nicht mehr gebraucht. Und dann haben die einfach einen Park draus gemacht. Wieso nicht? Mit toller Aussicht. I'm awfully sorry, I don't mean no diss. I'm just sick of always calling out the cleanest mess. See, I thought we all agreed upon these deeds and gripped a firm hand as approval to these reasons printed right here. Heute ist auf jeden Fall Natur Day, würde ich mal sagen. Echt, wie geht das aus? Wir sind von hier nach bis ganz da unten gelaufen gestern. Wir sind gestern 30.000 Schritte gelaufen und wenn man sich mal anguckt, am 4.7. bin ich nur 118 gelaufen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stationen fahren. But silly, it's clear, you're not quite spending your dear time where it's needed and what really I wanted you to. Diese Natur hat selbst nach einem Tag schon gut getan. Und da ich heute Geburtstag habe, hat der Roman sich sehr netterweise irgendwas ausgedacht und wir gehen jetzt irgendwo hin und ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Weil es eine Überraschung ist. Hä, was ist das? Der labert mich jetzt die ganze Zeit so voll mit irgendwie so. Ja, und wie. Und das. Hä, ich verstehe gar nicht. Es ist ein Geheimtipp, den noch nicht so viele Leute anscheinend kennen. Und es ist mir sehr schwer gefallen, das geheim zu halten. Und Kelly weiß gerade gar nichts. Auch das, was du drüber liest online, selbst da erfährt man nicht genau, was es eigentlich ist. Das hört sich jetzt so komisch an. Das ist aber wahrscheinlich auch gut so, weil man es einfach machen muss und dann erfährt, was es ist. Oh mein Gott! Und da stehen Leute an und da gehen wir jetzt auch hin. Das war so geil gestern. Oh mein Gott! Das war so ein interaktives Theaterstück. Ich will auch gar nicht zu viel sagen, weil ich glaube, das sollte echt jeder mal selber machen. Also wenn ihr in New York seid, man sieht voll meinen Sonnenbrand, weil ich so eine weiße Haut habe, dass sie fast durchsichtig ist und ich direkt immer Sonnenbrand bekomme. Wir sind gestern schon wieder 30.000 Schritte gelaufen. Das kann doch nicht sein. Wir sind von hier bis ganz nach da oben gefahren. Nähe Harlem. Sind dann hier runtergelaufen. Durch den ganzen Central Park. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich denke mal, wir haben echt viel von New York gesehen mittlerweile. Allein, weil wir alles gelaufen sind. Gott, wir haben das geilste Sofa aller Zeiten gefunden für so eine Macy's. Wir können nicht mehr. Es ist so geil. Es ist so gemütlich. Guckt euch das mal an. Man kann das hier hoch und runter fahren, richtig gut. Und das Beste, es gibt einfach Getränkehalter. Und da habe ich mich gerade gefragt, ist es wie im Auto? Hat man hier so eine Armlehne? Und dann kann man die auch. USB-Anschluss. USB und eine Snackbox. Diese Sofas sind so geil. Die Amis wissen, wie man chillt, ey. Voll gechillt. Die haben hier einfach so Holztreppen, Holzrolltreppen.
Wie krass ist das denn? Das ist unser Hotel! Die Aussicht vom 86. Stock. Voll geil. Wahrscheinlich versteht man aber eh nichts, weil es so windig ist. Die hatten keine Hotdog-Brötchen mehr, deswegen haben sie meine Würstchen einfach in ein normales Bögebrötchen getan. Wir sind jetzt hier angekommen bei dem eigentlichen Grund, warum wir hier in New York sind. Und zwar hat uns Studio Kanal eingeladen, auf die Premiere von Nerve zu gehen, im neuen Film, der rauskommt. Das sieht man jetzt hier vorne. Wir sind schon angekommen. Und ja, ich bin mal gespannt, wen wir so antreffen, was da so passieren wird. Ich war noch nie auf einer amerikanischen Filmpremiere. Das wird, glaube ich, ganz gut. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch mega gespannt auf den Film, weil ich glaube, also das, was ich vom Trailer her gesehen habe, es ist echt irgendwie so ein realistisches Szenario, das tatsächlich passieren könnte. Deswegen bin ich echt irgendwie gespannt, den Film zu sehen. Ich glaube, das ist cool, aber mehr dazu vielleicht nach dem Film lieber. Wir haben eben rausgefunden, dass wir eine halbe Stunde zu früh dran sind. Das ist mir im Leben auch noch nicht passiert, ehrlich gesagt. Dafür haben wir Twinkies gefunden. Und jetzt kommt der Live-Twinkies-Test. Also. Aha, nom. Oh. Oh. So Marshmallow-Fluff-Style. Das ist echt so Marshmallow. Mmh, lecker. Nom, nom. Wir dürfen über den Teppich laufen. Da sieht man zum Beispiel auch einen der Hauptdarsteller. Wir müssen da jetzt ganz schnell durchrennen, weil die alle ihre Fotos von ihm machen wollen. Und deswegen müssen wir jetzt ganz schnell rennen. Los! Nice. Cool. Wow, und da ist auch noch ein Leuchtturm. Nee. Das war so aufregend. Wir haben gerade Casey getroffen und der war voll mega nett. Und wir sind voll happy und da sitzt so ein paar Leute hinter uns. Und jetzt geht's auf den Film. Du kannst ihn heimlich filmen. Da. Ist leider nicht. Nein. Wir waren fast durch den Block gelaufen. Ja, wir waren fast durch den Block gelaufen, fast gecrashed. This movie is dedicated to New York. It's where we're both born and raised. And we're real happy to be home. Boah, der Film war echt mega gut. Ich freue mich mega. Voll cool, dass Lionsgate uns hier eingeladen hat. Das war echt cool. Und wir gehen jetzt auch auf die Aftershow-Party. Und die ist in so einem Club und wir so, okay, dann gehen wir da auch hin und dann gucken wir mal, what happened. Da geht's auch schon wieder nach Hause leider. Ich würde eigentlich voll gern noch ein paar Tage bleiben und noch ein paar Sachen erkunden irgendwie. Obwohl ich mich auch doch zu Hause freue, weil ich ein wortwörtliches Homegirl bin. Aber ja, schade. Ich werde es vermissen, mit diesem Blick aufzuwachen. Vom Bett bis hier. Und dann voll schön. Versteht ihr, was ich sage? Ich werde dich vermissen, Luke.